Ein iPhone-Nutzer aus Amerika verklagt aktuell Apple auf 1 Billion Dollar. Der Grund dafür ist einfach nur verrückt. Eigentlich will der Kläger in einem US-Apple-Store nur sein iPhone reparieren lassen. Doch dann kommt es zu einem Streit mit einem Mitarbeiter, in dem der Mann angeblich als verrückt bezeichnet wird. Laut eigenen Angaben muss der Kläger im Anschluss ins Krankenhaus. Er fühlt sich so sehr gedemütigt und peinlich vorgeführt, dass er später in seiner Klage sogar die sehr wirren Punkte Verleumdung und Rufschädigung aufführt. Des Weiteren behauptet der Mann, dass Apple-Mitarbeiter sein kaputtes iPhone im Shop zwar repariert, es dann aber behalten hätten. Und zwar in dem Wissen, dass es das erste Telefon mit neuen Funktionen war. Daraus habe Apple dann neue iOS-Funktionen entwickelt. Was er konkret damit meint, geht aus der Klage nicht hervor. Nun fordert er von Apple jedenfalls 1 Billion Dollar. Die Aussichten auf Erfolg? Quasi null. Der Mann hat in der Vergangenheit gegen Apple schon einige Klagen eingereicht, welche jedoch stetig abgewiesen wurden.